Teil der Stuttgarter Innenstadt aus Schotterfliesen mit Stahlgleisen aufgestellt. Und entgegen von manchen Behauptungen ist das als ökologisch, weil diese Fläche, die ja keinerlei thermischen Puffer darstellt, heizt sich tagsüber entsprechend auf und kühlt nachts entsprechend ab. Sie ist auch von der Biodiversität nicht sonderlich reich. Und dadurch, dass wir jetzt die Stadt in Richtung Bad Cannstatt erweitern und diese Fläche umwandeln in Stadtfläche, in Grünfläche, in schattierte Flächen, in Flächen, die Wasser aufnehmen und auch Wasser halten werden, haben wir die enorme Chance, dieses ganze Gebiet wesentlich ökologischer zu gestalten. Gerade ich als Student verfolge natürlich die aktuelle politische Diskussion sehr genau. Da haben wir eben in Stuttgart relativ hochpreisigen Wohnungen zur Verfügung bekommen. Und beispielsweise 21 hat eben die Möglichkeit, diese 100 Hektar zu nutzen, unter anderem eben für Wohnungen. Dass der Student wahrscheinlich nicht innerhalb des BD-Schiffs dann wohnen wird, ist klar. Aber die Leute, die dorthin ziehen, machen ja dann im Westen, im Osten, im Süden eben wieder Platz frei. Sprich, man kann die Hoffnung haben, dass die Mieten dann dort auch wieder möglich sind und der Student dann eben auch wieder bezahlt werden kann. Das Gute ist natürlich, dass dieses Gelände einfach schon sehr, sehr lange Bestand gehört, dass es 2001 gekauft hat und somit natürlich einfach den Daumen drauf zu haben. Und weil diese Flächen in städtischer Hand sind und weil die Gemeinde selber bestimmen kann, was dort geschieht, kann die Grundstücke an bestimmte Menschen verkaufen, die kann die Milieus kombinieren, bestehen hier besonders günstige Voraussetzungen für ein lebendiges Stadt. Die Zersiedlung der Städte ist ja ein großes Problem, nicht nur in Stuttgart, vor allem in den Landbereichen. Und daran erhoffe ich mir, dass durch die neue Stadt in Stuttgart sehr neue Baugebiete in der Umgebung auszuweisen. Da aus ökologischen Gründen ist es auf jeden Fall besser, die Stadt innen zu entwickeln und die Landschaft in grünen freien Flächen zu schonen. Was wir in Stuttgart, glaube ich, wissen, der Park war wesentlich größer früher und musste den Bahnhof dann erreichen, also den Wohnungsbau. Und das besonders Schöne finde ich jetzt an dem Projekt Stuttgart 21, dass einfach dieser Park wieder 20 Hektar erhält. Das heißt, es ist eigentlich eine Rückführung, die wir hier vornehmen. Und das, denke ich, ist toll. Was will man mehr, als dass die Stadt grüner wird? Diese Neuentwicklung, Visionen mit Kraft voranzutreiben. Darauf baue ich.